Mein Name ist Johannes Schimming, ich bin geboren und aufgewachsen in Köthen-Anhalt und zum Vikariat nach Pratau südlich von Wittenberg gegangen. Jetzt seit ein paar Wochen bin ich Pfarrer in zwei Aufgabenbereichen nördlich von Wittenberg. Der eine Aufgabenbereich sind 13 Dörfer, die alle zum Kirchspiel Blönsdorf gehören, im Fläming mit solchen wunderschönen Kirchen wie der hinter mir und mir als Dorfpfarrer mittendrin. Und der andere Aufgabenbereich ist die evangelische Gesamtschule in Wittenberg, in der ich als Schulpfarrer einerseits Religion unterrichte und zum anderen das geistliche Leben begleiten darf. Viele Möglichkeiten, das Evangelium unter die Leute zu bringen, Möglichkeiten, auf die ich mich sehr freue und die einem zugleich auch irgendwann mal über den Kopf wachsen können, wenn man damit alleingelassen wird. Und deswegen ist mein Wunsch an Kirche, an die, die leitend tätig sind, aber vor allem an alle, die sich mit Kirche verbunden fühlen, dass sie mich, dass sie uns junge Pfarrerinnen und Pfarrer damit nicht alleine lassen, sondern uns ermutigen, uns vielleicht auch manchmal ermahnen, gute Sachen sagen, vor allem aber für uns beten.